Was verbirgt sich hinter den Mauern dieses Häuschens, mitten im Naturschutzgebiet, umgeben von Wiesen, Bäumen und Tieren? Wer sind die Kolibris? Sind es Vogelbeobachter? Sind es Gemüsegärtner? Pferdefreunde oder Reiter? Sind es Naturforscher? Oder etwa Köche? Oder einfach nur Quatschmacher? Das alles sind die Kolibris und sie leben und lernen in der Freien Schule Wetterau. Ein Blick hinter die Kulissen verrät euch, was wir in der Freien Schule Wetterau sonst noch machen. Das ist der Gruppenraum der Urgruppe. Das sind die jüngeren Kinder. Hier ist gerade stille Stunde. Die Kinder lesen, schreiben und rechnen. Die Lehrer unterstützen die Kinder in ihren individuellen Lernprozessen. Das ist die M-Gruppe. Hier lernen die älteren Kinder. Insgesamt geht unsere Schule bis zur 6. Klasse. Vormittags wird an Wochenplänen oder Projekten gearbeitet. Jedes Kind hat ein eigenes Projektthema, das es besonders interessiert. Bei den Projekten geht es darum, viel Interessantes über ein Thema herauszufinden und es der Gruppe zu präsentieren. Das ist unsere Werkstatt. Hier können wir kleine und große Sachen bauen. Einmal in der Woche kommt Manfred in die Schule. Er hilft den Kindern in der Werkstatt. Das ist die Bücherei. Hier ist es sehr schön. Hier haben wir viele spannende und lustige und lehrreiche Bücher. Wir können uns gemütlich auf die Kissen setzen und lesen. Das ist das Blaue Podest. Hier finden die Kreise statt, zum Beispiel der Morgenkreis und die Schulversammlung. Hier frühstücken wir und essen Mittag. Wir achten darauf, dass wir etwas Gesundes essen. Nur mittwochs ist unser Süßigkeitentag. Auf unserem Außengelände haben wir eine Feuerstelle, ein Klettergerüst, ein Fußballspielfeld und viel Platz zum Sport machen und toben. Das ist Artus. Artus ist unser zweiter Schulhund. Alle Kinder mögen ihn gerne. Wir haben schon sehr viel über Hunde gelernt. Das ist unser Diensteplan. Jedes Kind hat einen Dienst, zum Beispiel Tischdeckdienst oder Getränkedienst oder Mülldienst. Ich bin der Computerexperte. Ich muss den Kindern beibringen, wie sie sich an unsere Computerregeln halten. Hier seht ihr unsere Essenstafel. Justin schreibt jeden Tag auf, was es hier zu essen gibt. Die Kinder bewerten das Essen mit Strichen. Das ist das Klingeln zum Kreis. Wir versammeln uns alle auf dem blauen Podest. Das ist unsere Projekttafel, auf der wir unser Projekt planen. Hier stellt Kara ihr Projekt vor. Wow! Also, es ist ein Haflinger.
Über den werde ich dann, wenn ich mein richtiges, also wenn ich mein ganzes Projekt vortrage, auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Das so veränderte Pferd war von Wagen. Die Kinder lernen einzeln, in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen. Die große Nachbarn. Hier fragen wir uns gegenseitig Vokabeln ab. Geschenk. Erik und Lenny arbeiten an der Lautkartei. Durch ein Sch. Und. Das Englische und Ende. Nagel. Wir können uns zu Hilfe Materialien nehmen. Hier seht ihr Mona beim Rechnen mit den Montessori-Perlen. Lenny rechnet gerade mit dem Rechenrahmen. Hier zählen Robert und Justin die Kastanien. Kinder helfen sich gegenseitig. Sie erklären sich zum Beispiel, wie etwas gemacht wird. Und dann müsst ihr das Gleiche nur mit dem. Wenn wir trotzdem nicht weiterkommen, helfen uns die Lehrer. Die heißen bei uns Lernbegleiter. Hier besprechen wir die Wochenpläne. Die Lernbegleiter stellen viele Lernmaterialien selbst her. Oft für jedes Kind etwas anderes, weil alle Kinder unterschiedlich sind. Nachmittags machen wir Kunst und Sport, Handarbeit, Musik, Ausflüge oder wir spielen Theater. Das ist das Dorfgemeinschaftshaus. Hier dürfen wir Sport machen und toben. Das ist toll, das finden alle. Wir spielen Fang, werfen Bälle und hüpfen Seil und vieles mehr. Hier mache ich Lucy Sport. Und hier spiele ich Ball mit Beate, unserer Lernbegleiterin. Hier führen wir unser Theaterstück auf. Das Tier des Schreckens. Aber mit dem hier kann ich es auch nicht tun. Es war viel Arbeit, bis unser Theaterstück fertig war. Wir haben ganz viele Übungen gemacht und hatten Spaß. Beim Auftritt hatten wir Lampenfieber, aber wir sind froh, weil es den Zuschauern gut gefallen hat. Deiner und ich gemeiner, der Freunde findet und uns verbindet, wir sind im Zoo. Bei den Kolibris sind noch Plätze frei. Quereinsteiger nehmen wir auch im laufenden Schuljahr auf. Bei Interesse finden Sie weitere Informationen auf unserer Homepage www.freieschulewetterau.de.